Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in Craft Attack. Und ich werde für euch in diesem Video ein bisschen erklären, was ist aktuell mit Craft Attack los? Kommen noch neue Teilnehmer? Ist Craft Attack tot? Ist Craft Attack nicht tot? Wann kommt Craft Attack 8? Und wir gehen noch einmal kurz durch die Stadt und gucken uns an, was so in der Vergangenheit hier passiert ist. Und werden dem Ganzen so ein bisschen Revue passieren lassen. Und mein Headset geht in diesem Moment leer. Freunde, bevor dieses Video jetzt aber losgeht, ganz kurze Werbung. Dieses Video wird euch präsentiert von Call of War. Call of War ist ein riesengroßes, kostenloses Multiplayer-Strategiespiel, in dem ihr die Kontrolle über eine Nation übernehmt. Ich bin beispielsweise aktuell Kaiser Earlyboy und herrsche über Spanien. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, andere Länder einnehmen. Ihr müsst eure Städte erweitern, ihr müsst eure Truppen aufbilden, erforschen und so weiter und so fort. Gewinnen könnt ihr, indem ihr eine gewisse Punktzahl erreicht. Und die erreicht ihr, indem ihr zum Beispiel die Forschung extrem vorantreibt oder ihr schließt einfach mit allen Frieden. Oder ihr nehmt die komplette Welt ein. Ihr könnt den kompletten Zweiten Weltkrieg, denn das spielt im Zweiten Weltkrieg, könnt ihr komplett für euch entscheiden, die komplette Geschichte einfach verändern. Ich habe meine aktuellen Truppen einfach nach Lissabon rübergeschickt, weil das Land ist mir ein bisschen viel zu nah und das sehe ich gar nicht ein. Auch könnt ihr einfach sagen, yo, ich verteidige mein Land und baue mir eine dicke Verteidigung auf und baut dann beispielsweise Atombomben. Ihr könnt Atombomben erforschen, könnt dann noch Bomber machen und entwickeln und dann geht ihr einfach los und schickt ein paar Atombomber in ein anderes Land und dann sollte es, glaube ich, ein leichtes sein, dieses danach einzunehmen. Ihr könnt Bodentruppen erforschen, ihr könnt Wassertruppen erforschen, ihr könnt Flieger erforschen und dann könnt ihr direkt in den Krieg ziehen. Eine Runde ist nicht innerhalb von einer Stunde entschieden, sondern dauert mehrere Wochen. Denn ihr geht nicht einfach hin und sagt, yo, Truppe A, geh nach B und die ist sofort da, sondern es dauert mehrere Stunden. Das heißt, ihr könnt eure Truppen befehligen, könnt dann wieder offline gehen, könnt dann beispielsweise, wenn ihr unterwegs seid, am Handy weiterspielen. Dann das Ganze ist multiplattformfähig und ihr könnt es auf allen möglichen Geräten einfach von unterwegs beispielsweise weiterzocken. Unter der Beschreibung findest du einen Link, über den kannst du dich kostenlos bei Call of War anmelden. Und würde ich sagen, viel Spaß beim Rest des Videos. So, Freunde, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank an Call of War für den Support für diese Folge. Das freut mich sehr. Freunde, wir sind jetzt hier es gab jetzt länger keine Craft-Attack-Streams mehr von mir. Es gab schon länger kein Craft-Attack-Video mehr von mir. Und ich werde euch jetzt erklären, warum. Ihr erinnert euch sicherlich an die ein oder andere Aktion, an eigentlich die letzte Aktion. Hier ist nämlich einiges kaputt gegangen. Weil Petrit der Meinung war, so schlau zu sein, hier zu sprengen. Ihr erinnert euch. Und das will ich jetzt auch nicht nochmal hier alles ausschlachten, weil das war ein langes Thema. Da gab es ein ganzes Video drüber. Da gab es sogar mehrere Videos drüber. Und das hat mich so abgefuckt. Ich war dabei, hab gefordert, dass Petrit aus dem Projekt ausgeschlossen wird. Und Petrit sagte, yo, ich wusste nicht, dass sich das so hart abfucken wird. Ich baue das wieder auf. Ja, ist jetzt, glaube ich, bald 2 Monate her. Aufgebaut sieht das jetzt nicht so ganz aus. Und dadurch, dass es immer noch kaputt ist, auch wenn es eigentlich theoretisch, ja, ich denke mal, eine halbe Stunde können die jetzt wieder herstellen, so wie es vorher war. Ich bin mir nicht so sicher, hier fehlt auch die Treppe und die ganzen Designelemente hier, aber auch wenn ich das jetzt hinkriegen würde in einer halben Stunde, es nervt mich die Situation, dass Petrit gesagt hat, ich baue das wieder auf, es tut mir leid und er nichts gemacht hat. Das nervt mich so sehr, dass mir das einfach in der Vergangenheit die Lust genommen hat, aktuell Craft Attack zu machen. Ist halt leider so. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben. Ne, ich kehre zu Craft Attack zurück. Ich brauchte nur ein bisschen Zeit, weil mich das schon wirklich hart genervt hat. Ich werde das wieder aufbauen und dann werden wir mein Häuschen zu Ende bauen, weil das ist mein Ziel, diese Staffel hier noch fertig zu bekommen. So, dann würde ich sagen, einige haben auch das hier nicht gesehen, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier diesen Berg hier abgerissen, zum größten Teil. Der wird jetzt nicht, also es wird nicht komplett auf die gleiche Ebene runtergezogen. Das wird jetzt alles so langsam ein bisschen begradigt. Und dann werden wir hier auf diesem Berg höchstwahrscheinlich eine Kuppel bauen. Mehr Infos gibt es dazu aber demnächst mit Klimmi zusammen, wenn er zurück aus Japan ist. Wir werden uns jetzt einmal hier kurz ein bisschen in der Stadt umgucken, was hier Tacheles ist, was hier so in letzter Zeit noch passiert ist. Wir werden zurückdenken an einige Leute, die schon gar nicht mehr spielen. Klimmi beispielsweise, der ist noch da. Deswegen werde ich ja auch nicht spoilern, was hier bis jetzt passiert ist, weil das gucken wir uns demnächst in dem Video zusammen mit Klimmi nochmal an. Und dann kann er mal ein bisschen was zeigen. So, dann haben wir oben Zinus, der leider auch nie fertig geworden ist. Ich frage mich gerade, Leute, hättet ihr Bock, wenn wir mal so eine Stadtrundtour machen, wo wir alle Häuser in mehreren Parts so mal zeigen und uns nochmal angucken, alle Grundstücke. Hättet ihr da Bock drauf? Wenn ja, lasst dem ganzen Video ein Däumchen oben da. Da würde ich mich drüber freuen, dann mache ich das demnächst mal. Da gucken wir uns einfach in jedes Grundstück nochmal an. Es gibt ja einige, sind leider nicht mehr da. Zum Beispiel von Rotpilz wollte ich mir das Grundstück ja oft angucken, aber leider haben wir es irgendwie nie geschissen gekriegt, da ein Video draus zu machen, leider Gottes. Vielleicht können wir das ja nochmal nachholen.
So, hier auf jeden Fall in der Stadt ist einiges passiert. Das hier finde ich mega nice. Das Loch, was hier gebuddelt wurde, die Beacons, die da reingesetzt wurden, das ist mega, mega, mega nice. Und wenn ich das auch richtig sehe, sind ja auch Delfine drin. Das ist mega cool. Das ist echt wirklich extrem geil gemacht. Und man kriegt hier einfach, wenn ich gerade, man kriegt einfach alle Effekte. Hier ist Conduit drin. Speed, Stärke, Resistance, Regeneration. Fehlt da eigentlich noch irgendwas? Jump Boost fehlt dir theoretisch noch. Ein Vierer Beacon. Stimmt, Jump Boost fehlt noch. Aber ansonsten kriegst du ja alle Effekte. Finde ich mega, mega, mega nice gemacht. Also das muss ich schon sagen. I like. Aber hier ist auch sehr viel passiert. Das hier war dann so der Schauplatz für alles im Endeffekt, was passiert ist. Ja, ist viel, ja, wenn man so überlegt, zum Patrick, wieso hier die Wahl hat hier stattgefunden. Trimax ist immer noch Bürgermeister, obwohl er nur eine vierwöchige Amtszeit haben sollte. Patrick wurde hier mehrfach hingerichtet. Patrick wurde hier eingesperrt in Obsidian-Gefängnis. Hier, Rumatra hat sein Kind gekriegt, was von der Hebamme Joecraft geboren wurde. Es ist sehr viel passiert. Auch Spark ist hier noch mega eskaliert. Das gucken wir uns den jetzt auch nochmal an. Ich denke mal, das können wir mit Spark zusammen machen, weil er ist ja noch aktiv. Und ich hoffe auch, dass ich Rotpilz noch irgendwann erwische, dass ich mit Rotpilz mal seine Base gucken kann, weil die ist auch unnormal krank, enorm riesig. Aber es ist schon cool. Es ist, also ich würde sagen, diese Staffel war für mich mit einer der besten. Die hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil auch sehr viele Leute lange Zeit sehr aktiv geblieben sind und nicht nach einer Woche schon wieder weg waren. Das fand ich sehr nice. Also auch wenn nach zwei Monaten, nach Weihnachten halt viele Leute nicht mehr da waren und inaktiv wurden, finde ich, war die Staffel trotzdem relativ nice. Mir hat sie sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da kommen wir auch zum Thema CraftTech 8, Freunde. CraftTech 8 wird wieder Ende des Jahres stattfinden. Es kommen viele Leute in letzter Zeit und fragen sehr oft nach, yo, was ist denn mit CraftTech 8? Wann startet das endlich? Wo ich mir denke, Leute, die CraftTech 7 ist vor gerade mal 3 Monaten gestartet. Wir können nicht 10 CraftTech-Staffeln oder sagen wir mal 4 CraftTech-Staffeln pro Jahr machen. Das ist ein bisschen too much. Das ist auch irgendwann die Luft raus. Und es ist gerade mal die 1.15 rausgekommen, die total unspektakulär ist. Es gibt halt Bienen, wow. Aber es ist ja sonst nichts Krasses passiert, dass es nicht besonders wäre, jetzt auf der 1.15 neues Crafted zu beginnen. Das neue Crafted, denke ich mal, wird auf jeden Fall auf der 1.16, wenn nicht sogar denn schon eine 1.17 draußen ist, stattfinden. Da bin ich mal sehr gespannt. Apropos, die 1.16, ne, die soll ja bald kommen, so ein paar Monaten auf jeden Fall. Die wird auf jeden Fall zeitnah erscheinen. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Jetzt startet der Server neu, verdammte Kacke. Soll jetzt aber nicht das Problem sein. Und ich bin auch gespannt auf CraftTech 8, weil ich einige Ideen noch habe, Sachen zu verbessern. Ich habe mich in den letzten Monaten wieder sehr, sehr, sehr viel beschäftigt mit Minecraft, mit Programmieren für Minecraft und so weiter und so fort. Und habe vor allem für den Subserver so viele Sachen optimiert und so viele neue Wege gefunden, Sachen zu machen, dass ich denke, dass ich mit CraftTech 8, wenn wir da das Plugin machen, dass ich da auch noch einiges zu machen kann, dass wir da auf jeden Fall noch weniger Lags haben werden. Ich habe mich auf jeden Fall mit einigen Sachen sehr beschäftigt. Und ja, ich glaube, CraftTech 8 wird auch sehr, sehr flüssig laufen. Wenn ihr selber Bock habt, Freunde, auf dem eigenen Minecraft-Server, einen CraftTech-Server, dies, das, also nicht diesen CraftTech-Server, aber einen Server wie beispielsweise CraftTech, auch dass man von der Startinsel mit Elytra runterfliegen kann, etc., etc., etc. Schaut einfach unten in der Beschreibung, da findet ihr einen Link zu Tippi. Darüber könnt ihr aktuell immer noch, wenn ihr wollt, bei mir Server in dem Sinne bestellen über Tippi. Und dann kommt ihr in der Discord-Gruppe, dies, das, Ananas, habe ich ja schon mal alles erklärt. Also wenn ihr Interesse habt an euren eigenen Minecraft-Server, unten in der Beschreibung einfach mal reinschauen. Gerne auch Fragen stellen, wenn ihr irgendwas dazu wissen wollt, beantworte ich euch sehr, sehr gerne. Hier sind wir gerade bei Rivis Haus, was sehr, 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 sehr im Arsch ist. Ich frage mich gerade, ob hier nachträglich noch was gesprengt wurde, weil hier ist auch ziemlich viel kaputt gegangen. Das heißt, hier war auch irgendwer wieder am Werk und hat hier einiges zerstört. Weil ich sehr, sehr, sehr schade finde, weil Revi auch nicht mehr so wirklich aktiv ist. Das heißt, es ist gar nicht mal so geil. Und ich wette, das war Patrick, genauso hier mit der Yacht. Die ist halt auch im Arsch. Und das ist halt, vor allem wenn die Leute inaktiv sind, eigentlich gar nicht so geil, wenn man da was kaputt macht, weil das wird dann auch nicht wieder aufgebaut. Das heißt, es bleibt jetzt so. Das finde ich schade. Das finde ich sehr, sehr schade. Also für die nächste Staffel muss da auf jeden Fall eine neue Regel her, weil das, finde ich, war zu viel. Dann haben wir hier die Kirche und das Weiße Haus. Die Kirche und das Weiße Haus haben wir hier. Auch mega nice. Frohe Geilo-Nachten von Kev. Wurde immer noch nicht eingesammelt. Gut, hier wohnt ja auch eigentlich gar keiner. Ist hier auch sehr, sehr nice. Und auch das da überall gesprochen. Finde ich super unnötig. Ich finde es super unnötig. Aber es ist halt leider so. Dann haben wir hier das Weiße Haus. Da war ich noch nie drin. Ich war da noch nie drin, Leute. Was ist das denn hier eigentlich? Weiß auch nicht. No shit, ich muss mich gerade echt beherrschen, weil ich die ganze Zeit in Gedanken bin.
einfach hier mit Spectator-Modus durchzufliegen, weil ich so auf Subserver, bin ich die ganze Zeit, ich wechsle vom Spectator-Modus in den Creative-Modus die ganze Zeit hin und her und ich muss gerade mich daran gewöhnen, gerade Survival-Vanilla-Minecraft zu spielen und nicht auf dem Subserver zu sein, wo ich die ganze Zeit zwischen Spectator-Modus und Creative-Modus wechsle. Das wäre ja gerade Craftsec ein bisschen kacke und fatal, aber ich kriege jetzt gerade den Krieg gerade hin. Also hier haben wir da auf jeden Fall das Weiße Haus, denke ich mal für Trimax oder dem Bürgermeister, dem, wo wir leider keinen neuen gewählt haben. Trimax hätte ja auch eine Amtszeitverlängerung bekommen können ohne Probleme, aber es hat halt leider keine Wahl mehr stattgefunden. Apropos Wahlen, Freunde, es wird neue Teilnehmer geben. Ich werde jetzt sehr zeitnah alle kontaktieren und ich denke mal, normalerweise ist es halt so, dass wir neue Teilnehmer, wir nehmen einen auf. So, wir haben jetzt, ich glaube, 3 neue Teilnehmer könnten kommen, wenn ich mich nicht irre, oder 2. Ich glaube, es sind sogar 3. Ich bin mir gerade unsicher. Normalerweise ist es so, pro Woche kann nur eine Person kommen, damit es nicht so viele auf einmal sind. Aber ich finde, da Craft Attack inzwischen so ein bisschen inaktiv geworden ist, fände ich es nur allzu sinnvoll, wenn wir alle gleichzeitig aufnehmen. Weil es sind nur 3 Leute. Und der Punkt ist halt, es sind inzwischen so viele inaktiv, dass, wenn eine Person jetzt dazukommt, spielt sie im Endeffekt mit Pech die ganze Zeit alleine. Wenn wir aber alle drei gleichzeitig und alle drei gleichzeitig auch Bock haben, aktiv zu spielen, gleichzeitig aufnehmen, hier sind wir übrigens bei JoeCraft gerade, dann ist die Chance halt sehr hoch, dass alle drei zusammen zumindest spielen können und interagieren können. Das fände ich halt mehr als fair und mehr als cool. Deswegen denke ich mal, ich werde das auch noch mit den anderen absprechen, dass wir, also ich fände es zumindest gut, alle drei gleichzeitig aufnehmen und nicht erst alle paar Wochen wen Neues von den 3 Leuten. Das fände ich halt nicht so geil, weil dann, ja, weiß ich nicht, ist es auf jeden Fall ein anderes, geileres Feeling, wenn man trotzdem noch Leute hat, mit denen man spielen kann. Weil, wo sind wir hier eigentlich? Wem gehört das hier? Das weiß ich eigentlich gar nicht. Gehört das Colin? Oder wem gehörte das hier? Oder ist das hier von Papa Platte? Wessen Zuhause ist das hier eigentlich? Also ich weiß, dass Colin hier eine Kiste hat, aber ich glaube, ich bin gerade total verwirrt, dass hier unten nicht steht, wem die Kiste gehört. Wir haben ja gar keinen, so ein Plugin hier gar nicht drauf. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also, schreibt gerne mal in die Kommentare, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wer hier wohnt, ob das von Papa Platte ist. Ich habe nämlich absolut keinen Plan. Und mich würde das mal sehr interessieren. Dann haben wir noch hier hinten von Basti, Fabo und Co. Basti, Fabo und Veni. Den, der Dingensgebiet hier, was übertrieben krank ist. Das haben wir uns ja eine Folge mit JoeCraft zusammen angeguckt. Hier mit den Ikea. Der ist unnormal krank groß. Oh, und hier ist jetzt auch ein H&M dazu gebaut worden. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann auch nochmal an. Ja, was hier gebaut ist, holy shit. Das gucken wir uns dann auch nochmal in einer Rundtour-Folge an. Fände ich, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber wenn ich so zurückdenke, war diese Staffel schon sehr geil. Auch wenn es nicht wirklich viel Roleplay, also es gab ja theoretisch Roleplay, aber nicht so, wie ich es mir beispielsweise gewünscht hätte. Ich würde mich freuen, wenn es in der nächsten Staffel auf jeden Fall mehr Roleplay gäbe. Das fände ich cool. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Action gehabt. Ich fand es sehr nice mit dem Widerstand, den wir hatten, den Revi und ich da kurzzeitig gegründet hatten und dann aus der Stadt uns gefährt haben. Das war eigentlich auch ganz cool und hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur leider, ja, haben wir das nicht weiter ausgebaut. Ich habe schon eine Widerstandsbase gesucht gehabt und wollte da, ja, anfangen zu bauen und wohnen, dies, das. Und dann so einen Secret-Gang da über den Nether hinbauen. Und so ein Shit, das wäre, glaube ich, ganz cool geworden. Aber dafür ist die Staffel jetzt schon für viele schon zu Ende, dass es jetzt nichts mehr bringen würde, das jetzt zu machen. Ich denke mal auf jeden Fall, dass man das in der 8. Staffel sowas besser planen könnte und in Zukunft dann auch machen könnte. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und ihr habt da auch Bock drauf. Apropos, wenn ihr Bock auf Roleplay habt, Freunde, wenn ihr Bock auf Roleplay habt, dann schaut sehr gerne doch mal auf den Subserver vorbei. Denn da findet aktuell teilweise sehr viel Roleplay statt unter den Städten. Und es wird demnächst auch sehr viel Roleplay geben. Ich plane gerade 1-2 Sachen. Wir sind jetzt seit Tagen, bin ich mit dem Alex beispielsweise zusammen, das Plugin extrem am Umbauen. Und wir werden dann demnächst das alles hochladen. Also wir bauen das gerade erst alles um. Und dann werden wir das Plugin komplett releasen. Da wird es einige neue Änderungen geben. Und dann kann das Roleplay auch endlich beginnen. Dann wird es auch einen Stream geben, in dem das Ganze, sagen wir mal, so ein bisschen eingeleitet wird. Mit ein bisschen Roleplay, dass das richtig beginnen kann. Und da freue ich mich schon drauf. Das wird mega cool. Wo ich mir dann auch freuen würde, wenn viele von euch dann dabei sind bei den Livestream. Werde ich dann natürlich nochmal vorzeitig ankündigen. Aber das Nether-Event wird bald stattfinden. Das wird dann auch bald zeitnah dann starten. Dass wir das alles zeitgleich machen können. Und das Nether-Event wird dann auch so ein bisschen mit Roleplay stattfinden. Und da freue ich mich drauf. Das wird nice. Das wird sehr, sehr, sehr nice. Aber hier in diesem Video machen wir jetzt nicht zu viel über Subserver gequatsche, weil es ist ja Craft Attack. Ja, Freunde. Also, für mich wird Craft Attack weitergehen.
Auf jeden Fall. Für mich ist es noch nicht zu Ende. Wir werden als nächstes einmal, wie gesagt, eine Rundtour machen, denke ich mal. Wenn ihr Bock drauf habt, geht mal, lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich drüber freuen. Dann gucken wir uns einmal alle Häuschen an. Dann warte ich, dass Klimmi wieder da ist. Wenn Klimmi wieder da ist, werden wir zusammen mit Klimmi mal eine Runde Craft Extreme. Gleich nehmen wir uns ein Ding zusammen mit Klimmi vor. Und mit Klimmi zusammen ein Projekt bauen. Hier, denke ich mal, hier auf dieser Insel, hier auf diesem kleinen Berg, den ich da abgebaut habe. Dass ich so ein bisschen wieder reinfinde in Craft Attack. Weil, wie gesagt, das mit meinem Häuschen, das hat mich so abgefuckt, dass mir das in dem Moment einfach die Lust komplett genommen hat. Aber, wie gesagt, ich hole das nach. Wir werden dann wieder weiter basteln im Stream und auch in Videos. Ich habe da auf jeden Fall noch Bock drauf. Wie gesagt, ich brauche da halt nur eine Pause. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Bei mich hat das wirklich sehr, sehr, sehr genervt. Mit Petrit die Aktion. Ja, jetzt werden viele wieder in Chat Kommentare schreiben. Band Petrit doch einfach, schließt sich das im Projekt aus. Ich überlege mir was und mache einen Vorschlag in die Gruppe für die nächste Staffel, weil das, was Petrit halt diese Staffel gemacht hat, fand ich nicht so cool. Und ich hoffe, dass es dann in der nächsten Staffel nicht fortgeführt wird. Dann werden wir vielleicht noch, so eine Art Tour, wo ich mich mit Klim und Sparkord schließe, dass sie sagen, Hashtag, wir gründen dann irgendein Hashtag oder so dafür und dann reparieren wir Craft Attack. Das heißt, alles, was Petrit hier noch kaputt gemacht hat, nehmen wir uns dann vor und machen das dann wieder heile. Make Craft Attack heile again oder so ein Shit. Sowas in der Art machen wir dann einfach. Weil, ja, ich find's halt schade, die Staffel irgendwann, wenn die endet und die Map zum Download freigegeben wird, wenn die dann Sachen hier immer noch kaputt sind. Das finde ich nicht schön. Das kriegen wir doch sicherlich irgendwie heile. Dann machen wir einfach heile und dann, kann die Staffel dann auch irgendwann enden, ohne dass hier noch alles kaputt ist. Das denke ich mal, kriegen wir hin. So, Freunde, ich bin gespannt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst sehr gerne einen Däumchen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Dann werden wir uns demnächst nochmal... Oh, das ist risky, Alter. Dann werden wir uns demnächst nochmal mit Sparkord schießen. Oh, das sieht aber mega... Das sind ja geile Statuen, Alter. Das ist wie so eine Hand... Das ist mega geil, was Spark sieht. Wir werden die nächste Folge machen. Da gucken wir uns Spark sein Häuschen nochmal an. Sehr gerne nochmal eine Rundtour, weil es ist ja sehr viel passiert. Das Ganze machen wir auch bei Klimmi und wir selber bauen auch nochmal im Stream weiter an meinem Häuschen, weil ich will das, wie gesagt, auch irgendwann mal fertig kriegen. Und ich sage, Freunde, wenn euch Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Informiert euch über den Subserver, wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, mitzuzocken. Ich würde mich da auch sehr drüber freuen. Und ich freue mich auch schon, den Craftex-Server sehr bald auf die 1.15 zu updaten, denn sehr zeitnah kommt nämlich die 1.15 Optifine-Version raus. So. Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu Call of War. Nicht vergessen, würde mich drüber freuen. Und ja, auf wegen Server, schaut auch unten in der Beschreibung, findet ihr auch dort. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dann. Danke fürs Zuschauen. Toodli-doo.